Gelobt und angebetet sei deine Barmherzigkeit im allerheiligsten Sakrament des Altares von nun an bis in Ewigkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, in dieser heiligen Stunde in der das Böse mit seiner ganzen Boshaftigkeit und Gewalt sich auf dich gestürzt hat. Möchten wir dir diese heilige Stunde geben, schenken als Wiedergutmachung. Du bist das Licht der Welt. Und so bitten wir, dass dein Licht die Finsternis dieser Welt erhält. Gib uns die Gnade, jetzt in dieser Stunde mit dir zu wachen, so wie du es von deinen Aposteln erbeten hast, wenigstens eine Stunde mit dir zu wachen und zu beten. Und wir wollen diese heilige Stunde auch in dieser Gesinnung aufopfern. Da ich gehört habe, dass man scheinbar morgen in Österreich diskutiert oder auch eine Entscheidung treffen will, hinsichtlich der Euthanasie, der Sterbehilfe, der Aktiven. Und so wollen wir, Jesus, dich bitten, dass du die Herzen unserer Politiker erleuchtest. Erste Station: Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lasst uns noch einmal zurück in den Ölgarten gehen, wo der Herr auch die Versuchungen der Trostlosigkeit und Sinnlosigkeit durchlitt. Er war ganz allein gelassen von allen. Wir hätten
es oft so gerne, für jemanden wichtig zu sein. Vor allem, wenn wir Einsamkeit oder Sinnlosigkeit erleben. Herr, wir bitten dich, möge es uns genügen, allein für dich wichtig zu sein. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Zweite Station, Jesus nimmt das schwere Kreuz auf sich. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Herr, wir wollen bei dieser Station lernen, ein Leid so lange durchzutragen, wie du es willst. Wir tragen eine Last manchmal eine Stunde, zwei Stunden, einen Tag, zwei Tage, aber spätestens dann wollen wir sie nicht mehr still weitertragen. Herr, hilf uns, dass wir uns bewähren im Durchhalten. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Sie, die Bönheit.
dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. So kraftlos und schwach war der Herr am Boden, aber er dachte nur an den Vater und an uns. Bei uns ist es oft anders. Gerade wenn wir fallen, denken wir besonders fest an uns und meinen, im Blick auf unser Versagen, unsere Schwäche, unsere Fehler, dass diese ein Hindernis sind, um weiterzugehen. Wir wollen glauben, dass es nicht so ist. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Vierte Station. Jesus begegnet seiner heiligen Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Wenn ich es mir aussuchen dürfte, bei der Gottesmutter zu sein, bei der Verkündigung, auf dem Weg zu Elisabeth, in Bethlehem oder auf dem Kreuzweg, so würde ich diese letzte Begegnung wählen. So voller Liebe, so voller Leiden. Dort beim Kreuzweg nimmt mich die Gottesmutter hinein, um ihm mit ihrer Liebe, seiner Liebe zu begegnen. Mit ihren Tränen, seinen Tränen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Das Bild von Simeon wird wohl oft zu negativ gezeichnet. Als er vom Feld von der Arbeit kam und diesem Unbekannten, zum Tod Verurteilten, mit dem Kreuz begegnete, war es doch klar, dass er zögerte. Meistens sind wir ja auch wie Simeon, obwohl wir die Liebe des Herrn kennen.
Wir müssen auch oft geschoben werden. Aber wenigstens dann möge uns doch das Kreuz zum Segen werden. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. So eine Veronika wären wir alle gerne gewesen. Und wir können es auch. Doch wie reichen wir ihm heute das Schweißtuch? Nicht nur, indem wir unseren Mitmenschen Trost schenken, sondern indem wir bei ihm bleiben. Dann ist man ihm ständig eine Veronika, stundenlang. Doch Jesus bittet uns da um den Glauben. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen
durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Siebte Station. Jesus fällt zum zweiten Mal. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Nun liegt der Herr wieder am Boden, allein. Ja, manchmal ist niemand da. Nur, wenn wir auf dem Boden liegen, sind Jesus und Maria immer da. Doch manchmal müssen wir selber aufstehen und spüren nicht, dass wir getragen sind. Der Jünger ist nicht größer als sein Meister. Machen wir dann keinen Vorwurf. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Achte Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Diese Frauen, die Jesus nachfolgten, hatten alles verlassen. Sie waren im Hintergrund, sie sorgten für ihn. Nun ist ihre Sorge, Jesus mitleidige Liebe entgegenzubringen. Und Jesus freute sich darüber und wies sie sicher nicht zurück. Er nahm ihre Tränen an. Aber zu den Tränen gehören auch Taten dazu, nämlich die Reue. Tränen allein sind zu wenig. Sie sind nur Gefühle. Herr, heile unser Gefühlsleben. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Welch groß sei.
Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Starke Liebe allein lässt Heroisches vollbringen. Ohne die Liebe hört man vorher auf. Jesus hatte diese Liebe zum Vater und zu uns. Sonst wäre er hier bei dieser Station nicht mehr aufgestanden. Er wäre gestorben. Aber er stand auf, um die Erlösung zu vollenden. Dieses Aufstehen kann in uns nur Jesus, die Liebe, bewirken. So wollen wir dich, Jesus, bei dieser Station um diese Liebe bitten. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus hat seine Kirche sozusagen als ein Kleid gegründet. Aber man hat dieses Kleid, die Kirche, gespaltet und geteilt. Wir bitten dich, Herr, dass wir mithelfen dürfen, dass eine Herde unter einem Hirten wird. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge mir du. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Bei dieser Station sieht man, wie sehr das Böse zusammenarbeitet. Die ganze Hinrichtung vollzog sich so rasch. Die Zusammenkunft des Hohen Rates mit dem Hohen Priester, Herodes, Pilatus, die Verurteilung.
Alles war schnell parat, selbst das Kreuz. So rasch und so fest wollen wir im Guten zusammenarbeiten und alles an Werkzeugen bereit haben. Eine Schere, einen Verband und eine Salbe für die Verwundungen. Liebe, Trost, Zeit. Alles, was die Seele braucht. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Zwölfte Station, Jesus stirbt für uns am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Herr, wir wollen uns unter dein Kreuz knien, sodass uns dein Blut reinigt. Jeden Tropfen deines Blutes wollen wir aufnehmen, für uns und die anderen. Die Seele spürt diese Reinigung im Blut, wenn sie demütig genug ist.
lassen wir dieses Blut so hineintropfen in unser Herz. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Dreizehnte Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Mutter Gottes hatte diese Passion, diesen toten, gemarterten Leib ihres Sohnes geistig bis zu ihrem Heimgang vor ihren Augen. Dies ertrug sie, damit unsere unlauteren, sündhaften Erinnerungen geheilt werden. Mutter Gottes, hilf uns, dass wir uns an Leiden als an Gnaden erinnern. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Vierzehnte Station. Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Überall war nur Hoffnungslosigkeit und Angst. Nur im Herzen Mariens war Glaube und Hoffnung. Hoffnung haben heißt, innerlich etwas tun. Dies ist eine Gnade, aber es braucht unser Mitwirken. Manchmal ist Vertrauen noch mehr als Gebet. Herr, mache uns zu vertrauensvollen Menschen nach dem Herzen deiner Mutter. O Jesus, ich gebe mich dir hin. So to glow and melt.
opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein und der Mutter schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein und der Mutter schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Jesus, du hast der heiligen Faustine versprochen, wenn man folgendes Gebet mit treuerfülltem Herzen spricht, schenkst du Gnaden der Bekehrung. O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt, ich vertraue auf dich. O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu,
als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt. Ich vertraue auf dich. Tantum ecco sacramento vene in multem mui et tanticum documentum novos et adritui prestet fides sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti tribo ecclesomus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tue fructum in nobis iucit essentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Hast du die Welt erlöst, hast du